Wir brauchen eine starke Linke im nächsten Deutschen Bundestag, damit all die eine Stimme haben, die viel zu wenig gehört werden in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Es sind noch 19 Tage und wir stehen vor einem historischen Linksrutsch, sagt Markus Söder. Und das ist doch total großartig zu sehen, wie die Hysterie innerhalb der Union um sich greift, wie sie immer panischer werden und die Gefahren vor einem Linksbündnis heraufbeschwören. Gut so, der Union geht der Arsch auf Grundeis, denen schwimmen die Fälle weg und zwar vollkommen zu Recht nach 16 Jahren. Wer sich so schäbig in einer Pandemie mit Maskendeals bereichert, wer so hohe Spenden von der Immobilienlobby annimmt und seine Politik danach ausrichtet, wer so viele Skandale hat und so viele Millionen versenkt, der hat es verdient, abgewählt zu werden. Und deshalb ist es eine gute Nachricht, dass in der Union die Panik so um sich greift. Aber vollkommen klar ist, wer glaubt oder auch nur dem verbreitet, es wäre so, dass mit Olaf Scholz quasi der Sozialismus vor der Tür stünde, das ist nun etwas kühn. Weil wir wissen natürlich, dass die SPD viele der Probleme, die sie heute beklagt, erst selber geschaffen hat. Den großen Niedriglohnsektor, die prekäre Arbeit, die Leiharbeit. Und deshalb, wer will, dass das Thema soziale Gerechtigkeit endlich eine laute Stimme hat im Bundestag, der muss die Linke stark machen. Wir sind der Garant dafür, dass die soziale Frage auf der Tagesordnung steht und sich endlich etwas ändert, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, und wir müssen Schluss machen mit dieser Politik der verlorenen Zeit beim Klimaschutz, bei der sozialen Spaltung, bei der Gefahr von rechts, bei den Fluchtbewegungen weltweit. Wir brauchen einen Politikwechsel und das ist vollkommen klar. Die Linke steht für ein Weiter-so nicht zur Verfügung. Es muss sich politisch etwas ändern und wir haben nicht noch 4 Jahre Zeit, um Zeit beim Klimawandel verstreichen zu lassen oder bei der sozialen Spaltung. Deshalb muss sich jetzt was ändern, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich glaube, es gibt so gut wie keinen Wähler oder keine Wählerin, die sich überlegt, wähle ich bei dieser Bundestagswahl die Linke oder wähle ich die FDP? Ich glaube, es gibt sehr wenig Wählerinnen und Wähler, die das überlegen. Aber SPD und Grüne überlegen das. Nämlich, kann man mit der FDP koalieren oder mit der Linken? Und wenn die SPD ernst meint, was sie überall plakatiert, nämlich für bezahlbaren Wohnraum, für höhere Mindestlöhne, für Renten und für Klimaschutz. Ja, wie soll man das denn durchsetzen mit Lindner oder Laschet? Das geht doch nicht. Das ist doch Wahlbetrug mit Ansage, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn die Grünen das ernst meinen mit dem Klimaschutz, auch das wird nicht gehen mit einer FDP oder einer Union, die den Klimaschutz ausbremst und die ihn blockiert. Und deshalb geht es darum, Farbe zu bekennen und nicht sinnlose Bekenntnisse zu verlangen, sondern sich zu fragen, will man den Mindestlohn erhöhen, ja oder nein? Das wird nicht gehen mit der FDP, genauso wenig wie die Vermögensteuer. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir wollen einen Politikwechsel, aber drunter machen wir es auch nicht als Partei Die Linke. Wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit, weil wir nicht hinnehmen wollen, dass die einen reicher werden und die anderen immer ärmer. Weil wir nicht hinnehmen wollen, dass die alleinerziehende Verkäuferin ihr Kind beim Kindergeburtstag krank meldet, weil sie sich das Geschenk nicht leisten kann und sich nicht traut, das zuzugeben, weil sie sich schämt für ihre Armut. Nein, nicht die Frau muss sich schämen für ihre Armut. Ihr Arbeitgeber muss sich dafür schämen, dass er die Frau so schäbig bezahlt. Menschen in diesem Land sind die Besitzer von Supermarktkonzernen, von Lebensmittelketten. Die haben alle viel Geld verdient, auch in den letzten Jahren.
und sie speisen die Kassiererin mit Niedriglöhnen und befristeter Beschäftigung ab. Und deshalb sagen wir 13 Euro gesetzlicher Mindestlohn. Darunter sollte niemand arbeiten. Der gesetzliche Mindestlohn ist gerade um 10 Cent erhöht worden. Das ist doch ein Witz. Wir brauchen gute Arbeit und die Stärkung der Tarifverträge, weil es nicht sein darf, dass Busfahrerinnen und Busfahrer zu wenig Geld verdienen oder Erzieherinnen Wohngeld beantragen müssen, um anstatt wie in Köln überhaupt ihre Miete zahlen zu können. Nein, das ist nicht hinzunehmen. Wir wollen gute Arbeit durchsetzen. Und das heißt die Erhöhung vom Mindestlohn, das heißt die Abschaffung der Leiharbeit und der unbegründet befristeten Beschäftigung, damit Menschen ihr Leben planbar machen können und nicht Angst haben müssen, ob sie in der nächsten Woche noch einen Job haben. Und die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei. Für die Kulturschaffenden, für die Leute aus der Veranstaltungsbranche, für die Fotografinnen und Fotografen, für viele Solo-Selbstständige. Nein, viele Menschen haben ihr mühsam Erspartes verloren, damit sie überhaupt ihre Miete bezahlen können. Viele Menschen leiden noch immer unter dieser Krise, während große Konzerne Kurzarbeitergeld und öffentliche Hilfen abgegriffen haben und gleichzeitig Dividenden an ihre Aktionäre und Boni für Manager ausgeschüttet haben. Und das ist die Schuld dieser Bundesregierung, dass man das zugelassen hat. Man hätte doch deutlich machen müssen, kein öffentliches Geld ohne Arbeitsplatzgarantien. Und wer genug Geld hat, um Boni zu erhöhen, ja, der braucht dann offensichtlich kein Kurzarbeitergeld, weil so notleidend kann er ja nicht sein. Leider hat diese Bundesregierung zugelassen, dass sich Konzerne an dieser Krise noch bereichert haben und die Situation genutzt haben, um Arbeitsplätze abzubauen und Standorte zu schließen, auch gerade in der Industrie. Und das ist schäbig, liebe Freundinnen und Freunde. Wir finden uns nicht damit ab, dass Menschen im Hartz-IV-Bezug in Armut leben, dass 3 Millionen Kinder in diesem Land arm sind und damit auch schlechtere Chancen haben, weil wir ein Bildungssystem haben, das sozial so selektiv wirkt. Wir wollen, dass Kinder länger gemeinsam lernen, und zwar an Schulen, die gut ausgestattet sind. Es kann doch nicht sein, dass man in einigen Stadtteilen die Schulen daran erkennt, dass sie das marodeste Gebäude des Stadtteils sind. Warum lassen wir zu, dass Kinder große Teile ihres Lebens in heruntergekommensten Gebäuden verbringen? Und dann höre ich immer wieder von Menschen, weißt du, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Oder meine Familie hat eine Einwanderergeschichte. Aber ich hatte richtig viel Glück, ich konnte trotzdem Abi machen. Und da denke ich mir immer, Glück? Was sagt denn das eigentlich über das deutsche Bildungssystem aus? Dass man Glück haben muss, dass man den richtigen Lehrer oder die richtige Lehrerin treffen muss. Nein, wir brauchen ein Bildungssystem, das unterschiedliche Startchancen kompensiert und nicht verfestigt. Wir brauchen bestmögliche Bildung und den Zugang zu Bildung für jedes Kind, unabhängig davon, wo die Eltern herkommen, wie reich sie sind, ob das Kind eine Behinderung hat. Nein, wir brauchen gute Bildung für alle, und dafür müssen wir endlich mal mehr Geld ausgeben für die Lehrkräfte, für die Schulsozialarbeit und für die Sanierung von Schulgebäuden. Diese Bundesregierung und die Landesregierung schon den 2. Sommer in Folge daran, Luftfilter einzubauen in die Schulen. Ich meine, das ist ja nun wirklich keine Raketenwissenschaft, da mal ein paar Luftfilter zu beschaffen, aber es ist ja offensichtlich zu viel verlangt bei diesen politisch Verantwortlichen. Und gerade die Corona-Krise, die hat doch die Missstände in dieser Gesellschaft so deutlich zutage treten lassen, gerade auch im Gesundheitsbereich. Der Pflegenotstand, den gibt es nicht erst seit Corona. Und der wird auch nicht vorbei sein mit Corona. Der Pflegenotstand bedeutet, dass Menschen dauerhaft überlastet sind, dass sie ihre Patientinnen und Patienten kaum versorgen können. Und eines muss man deutlich sagen: Mit Pflege kann man in diesem Land richtig viel Geld verdienen. Vorausgesetzt, man ist keine Pflegekraft. Wenn man ein Pflegekonzern ist, ein privater oder ein privater Krankenhauskonzern, kann man 2-stellige Millionengewinne machen und mehr pro Jahr. Und das ist doch das Problem. Ist ja nicht so, dass kein Geld im Gesundheitssystem wäre. Da ist jede Menge Geld.
aber das wird abgezogen durch Privatisierung. Und deswegen sagen wir, so banal das ja ist, Krankenhäuser, die sind dazu da, um Menschen gesund zu machen. Krankenhäuser sollen keine Gewinne abwerfen für Aktionäre auf dem Rücken von Beschäftigten und Patientinnen und Patienten. Krankenhäuser gehören in die öffentliche Hand. Und wir wollen nach all dem Applaus und den warmen Worten, die die Pflegekräfte dieser Republik im letzten Jahr gehört haben, gebt ihnen endlich, was sie verdienen. Gute Arbeit, Entlastung, höhere Löhne, weil das ist angemessen für diese großartige und wichtige Arbeit, die all diese Menschen alltäglich leisten. Wir brauchen gut ausgeruhte Pflegekräfte, die Zeit haben für ihre Patientinnen und Patienten. Weil jeder von euch, der schon mal im Krankenhaus war, dem schon mal richtig schlecht ging, der weiß doch, Worte des Zuspruchs, Worte des Trosts, jemand, der einfach mal Zeit hat. Das ist oft genauso wichtig wie eine Spritze, auch wenn es keine Fallpauschale gibt, über die man das abrechnen kann. Und deshalb Schluss mit der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Krankenhäuser gehören in öffentliche Hand und dieses Fallpauschalensystem gehört abgeschafft. Ich habe vorletzte Woche mit einer Pflegekraft gesprochen in Kiel. Und die sagt mir, weißt du, ich habe 45 Jahre lang habe ich in der Altenpflege gearbeitet. 45 Jahre lang im Nachtdienst. Ich habe körperlich hart gearbeitet. Ich habe alles getan, damit Menschen einen schönen Lebensabend haben. Und jetzt, sagt sie, bin ich in Rente gegangen. Nach 45 Jahren in der Altenpflege. Und dann sagt sie, von ihrer Rente könnte sie sich einen Platz in einer Pflegeeinrichtung nicht leisten. Und das sagt so viel aus. Das sagt so viel aus, dass die Menschen, die im letzten Jahr beklatscht wurden, die den Laden am Laufen halten, ob in der Pflege, in den Kitas, dass auf dem Bau, bei den Lieferdiensten, dass diese Menschen Angst vor Altersarmut haben müssen. Und wir dürfen doch nicht zulassen, dass Menschen Flaschen sammeln müssen, weil die Rente nicht reicht. Dass Rentnerinnen und Rentnern der Strom abgestellt wird, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen können. Dass Menschen bis ins hohe Alter arbeiten, weil sie sonst einfach ihre Miete nicht zahlen können. Nein, in diesem reichen Land muss doch jeder Mensch in Würde im Alter leben können. Und deshalb wird sich die Linke mit diesen Zuständen niemals abfinden. Wir wollen Altersarmut bekämpfen durch eine gute Rente. Dadurch, dass niemand mit Armutsrenten abgespeist wird, dafür stehen wir als Linke und dafür haben wir Ideen, dafür haben wir Konzepte und ja, das ist auch finanzierbar. Weil die Kassiererin, die kann nicht privat fürs Alter vorsorgen. Wovon soll sie das denn machen, wenn sie so wenig verdient, dass sie vielleicht gerade so ihre Miete zahlen kann? Und was wirklich ein Schlag ins Gesicht all dieser schwer arbeitenden Menschen ist, ist, dass jetzt diskutiert wird, das Renteneintrittsalter auf 69 oder auf 70 zu erhöhen. Das sind alles Menschen, die können nicht bis 67 arbeiten und oft nicht bis 65. Die durchschnittliche Pflegekraft geht mit 60,9 Jahren in Rente, weil sie nicht mehr kann, weil viel zu oft Arbeit, ihre Arbeit krank macht. Und die Rente mit 67 und die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist eine Rentenkürzung, weil die Leute mit hohen Abschlägen in die Rente gehen und deshalb sagen wir, Rücknahme der Rente ab 67. Hören wir auf, darüber zu diskutieren, das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen. Damit erhöhen wir doch die Altersarmut und damit bestrafen wir die Leute, die tagtäglich hier den Laden am Laufen halten. Wir dürfen nicht zulassen, dass in den Innenstädten weiter die Mieten explodieren und Wohnen für viele unbezahlbar wird.
Und deshalb sagen wir, wer wirklich die Verdrängung der Mieterinnen und Mieter aus der Innenstädten, wer das stoppen will, ja, der muss endlich eingreifen, der darf Wohnen nicht dem Markt überlassen, weil Wohnen viel zu wichtig ist, um es dem Markt zu überlassen. Und Wohnungen sind ein Zuhause für Menschen. Wohnungen sind kein Rendite- und Spekulationsobjekt, mit dem man hohe Renditen erzielt, sondern ein Dach zur Hilfe im Kopf der Menschen. Dem Wohnungsmarkt. Wir können nicht zulassen, dass die kleinen Einkommenserhöhungen, die Menschen bekommen, mehr und mehr aufgefressen werden durch die Mieterhöhungen. Wir brauchen den bundesweiten Mietendeckel, um endlich dieser Situation bei der Mietenentwicklung endlich dagegen zu wirken. Und wir haben deutlich gemacht, mehr als 1 Million Haushalte würde davon profitieren. Deshalb geht es auch am 26.09. genau darum, um eine Wahl für bezahlbares Wohnen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter. Und ich habe mich sehr gefreut, dass in Berlin 340.000 Menschen unterschrieben haben für die Enteignung von Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. Die vernichten bezahlbaren Wohnraum. Die kaufen Wohnungen auf, treiben die Preise in die Höhe. Das ist doch Enteignung. Das ist die tagtägliche Enteignung von Mieterinnen und Mietern, deren Wohnungen nicht größer, nicht schöner, nicht besser werden, aber als teurer. Und so wird bezahlbarer Wohnraum vernichtet. Und wenn jeder durchschnittliche Mieter 2.000 Euro pro Jahr Dividende bezahlt an die Aktionäre dieser Immobilienkonzerne, dann ist es doch höchste Zeit, hier die Frage des Eigentums zu stellen und zu sagen, wir müssen das zurückholen in die öffentliche Hand und öffentliche Wohnungsgesellschaften stärken. Schluss mit dieser Spekulation mit Wohnraum und mit Immobilien. Und 4 Jahre diese Bundesregierung hat die Situation noch verschlimmert. Dieser furchtbare Innenminister, den wir haben, der ist ja nebenbei noch Bauminister. Und als solcher genauso schlimm. Alle 12 Minuten geht eine Sozialwohnung in diesem Land verloren. Alle 12 Minuten. Obwohl in vielen Städten die Hälfte der Bevölkerung ihrem Einkommen nach Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten. Viele wissen das gar nicht. Und was hat die Bundesregierung, was hat Horst Seehofer gemacht? Er hat das Baukindergeld eingeführt. Er hat gesagt, wir wollen, dass die Menschen Wohneigentum bilden. Und ich muss ehrlich sagen, das ist schon zynisch. Der Mieterin in der Kölner Innenstadt, die nicht mehr weiß, wie sie ihre Miete bezahlen soll, zu sagen, wie, du kannst deine Miete nicht mehr zahlen? Ja, dann kauf dir doch ein Haus. Das ist die Politik dieser Bundesregierung. Geht völlig an allem vorbei, was das Bedürfnis von Mieterinnen und Mietern sind. Und da hilft eben nicht bauen, bauen, bauen. Erstens wollen wir nicht die letzte Fläche versiegeln. Und zweitens, dieser Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum, der kann man gar nicht hinterher bauen. Und die ganzen Wohnungen hier in der Innenstadt, die sich viele nicht mehr leisten können, die sind ja immer noch da. Die gibt's ja noch. Die sind nur so teuer, dass sich keiner leisten kann. Und deshalb muss sich was ändern auf dem Wohnungsmarkt. Wir wollen, dass Mieten bezahlbar sind. Das Wohnen ist ein Menschenrecht und deshalb Schluss mit diesen Spekulationen, Schluss mit den Renditen, mit der Miete. Das geht nicht, weil so den Menschen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und auch darum geht es, die Partei der Mieterinnen und Mieter zu stärken. Wir kriegen keine Spenden aus der Immobilienlobby. Richtig, würde ich an deren Stelle auch nicht machen. Andere bekommen sie. Und wir wollen endlich den Mietendeckel einführen und Leerstand bekämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Verteilen. Weil es gibt in diesem Land doch Geld wie Heu, aber es ist ungerecht verteilt. Könnte so ein Konzern wie Amazon bitte endlich mal gescheit Steuern zahlen und die Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlen? Weil immer ist die Rede davon, ja, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es uns allen gut.
Die letzten Jahre haben das doch widerlegt. Da ging es der Wirtschaft ziemlich gut. Und die Niedriglohnsektor ist gestiegen und die Leiharbeiter zugenommen und die Werkverträge haben zugenommen. Ja, wir haben jetzt mehr Jobs. Manche Leute haben drei davon, weil sie sich von einem nämlich ihren Lebensunterhalt nicht leisten können. Und deshalb müssen wir umverteilen. Wir wollen die Vermögensteuer wieder einführen. Und dann wird ja gerne gesagt, das sei ja Enteignung. Man könnte ja den Menschen nicht das Geld wegnehmen. Und dann sage ich, nein, nicht die Vermögensteuer ist Enteignung. Die Existenz von Milliardenvermögen, das beruht auf Enteignung. Auf der Enteignung der Menschen, die dafür tagtäglich arbeiten. Niemand kann ein Milliardenvermögen erarbeiten, tut ja auch keiner. Das wird geerbt, das wird an den Finanzmärkten spekuliert und dafür arbeiten vor allem mal andere Menschen. Und deshalb wollen wir umverteilen. Wir wollen alle die steuerlich entlasten, die wenig haben oder die normale Einkommen haben. Wir wollen die steuerlich belasten, die hohe Vermögen, die hohe Einkommen haben, weil die sich endlich an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligen müssen. Und gerade wenn wir in die Kommunen schauen, wenn wir die Infrastruktur uns anschauen, dann brauchen wir dringend Investitionen. Und ich habe zum Teufel nie verstanden, was generationengerecht daran sein soll, dass wir im Namen der Schuldenbremse und der schwarzen Null unseren Kindern und Kindeskindern die Infrastruktur kaputt sparen und dafür sorgen, dass sie keine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben. Und gerade die letzten Wochen und Monate haben doch auf dramatischste Art und Weise gezeigt, der Klimawandel, das ist kein fernes Horrorszenario. Das ist nichts, wann wir irgendwann mal über uns kommen wird, sondern er ist doch längst real. Wir sehen es an den Wäldern. Wir sehen es bei der Landwirtschaft. Wir erleben Waldbrände und Dürren. Und wir erleben Starkregenereignisse und Überschwemmungen. Auch hier in Nordrhein-Westfalen auf dramatische Art und Weise. Und das zeigt doch, dass wir jetzt handeln müssen. Dass wir entschieden handeln müssen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern, um die Klimaerwärmung zumindest auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wir müssen jetzt entschieden handeln. Und das zeigt doch gerade, was teurer ist als Klimaschutz, ist kein Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels, weil es Menschenleben gefährden wird, Existenzen vernichten wird und ganze Landstriche verwüsten wird. Und deshalb Schluss mit der Politik der verlorenen Zeit. Wir müssen jetzt endlich umsteuern, um das Klima zu schützen. Wir müssen raus aus der Kohle. Und zwar schnell, wir müssen sowieso raus. Und die Frage ist, wie viel machen wir bis dahin noch kaputt? Wir wollen die Verkehrswende durchsetzen. Lasst uns Deutschland zum Bahnland machen. Bus und Bahn in letztes jedes Dorf, damit die Menschen mobil sind. Es sind tausende von Kilometern Bahnstrecken stillgelegt worden. Lasst uns Strecken reaktivieren. Hunderte Bahnhöfe sind geschlossen worden, ganze Ortschaften sind abgehängt worden vom Schienenverkehr. Und das ist gut fürs Klima, wenn wir die Bahn ausbauen. Und es ist gut für die Mobilität, weil es so viele Menschen gibt, die dürfen noch nicht Auto fahren oder sie sind vielleicht zu alt zum Auto fahren oder die wollen oder die können sich kein Auto leisten. Und deshalb lasst uns die Verkehrswende endlich durchsetzen. Gut getakteter ÖPNV, bezahlbar, perspektivisch zum Nulltarif und barrierefrei, damit alle mitfahren können. Das wäre so ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, damit alle mobil sind, auch unabhängig vom Auto. Und ja, die Widerstände sind riesig. Die Widerstände sind riesig, aber das kennen wir doch. Ohne die Anti-AKW-Bewegung wäre doch auch kein Atomkraftwerk in diesem Land vom Netz gegangen, weil der Widerstand so groß war. Und gerade das zeigt doch, wie wichtig es ist, dass es Ende Gelände gibt und Fridays for Future und all diese Klimaschutzbewegungen, die auf die Straße gehen und sagen, wir wollen diesen Planeten, auf lebenswerten Planeten erhalten und wir müssen die Klimaerwärmung jetzt stoppen. Ja, und für uns geht es um einen sozialen und ökologischen Umbau. Weil ich verstehe doch jeden, der sich Sorgen darum macht, ob sein Arbeitsplatz in der Industrie zukünftig gesichert ist.
die Angst haben vor steigenden Kosten. Und wir wollen soziale Garantien. Wir wollen nicht, dass die Kosten für den Klimaschutz auf die abgewälzt werden, die eigentlich den geringsten CO2-Fußabdruck haben, weil sie sich weder ein dickes Auto noch regelmäßige Flugreisen leisten können. Und deshalb sollen nicht die bezahlen für die Party, die überhaupt nicht da waren. Sondern wir brauchen eine gerechte Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen. Und das ist auch eine soziale Frage. Deshalb sagen wir, lasst uns die Arbeitsplätze in der Industrie retten, lasst sie uns schützen, lasst sie uns nachhaltig umbauen. Dafür brauchen wir einen Transformationsfonds. Auch das kann man nicht dem Wirken des Marktes überlassen. Da braucht man politisches Eingreifen für soziale Gerechtigkeit, für den ökologischen Umbau. Und auch darum geht es am 26.09. Und ich will ein letztes Thema ansprechen, was ich glaube, was uns alle sehr bewegt hat, auch in den letzten Wochen und Tagen. Und das ist die Situation in Afghanistan, das sind die Bilder vom Flughafen in Kabul, die Bilder der Menschen, die versuchen zu flüchten und sich und ihre Familien zu retten. 20 Jahre Krieg in Afghanistan, 20 Jahre Einsatz der NATO-Truppen und der Bundeswehr. Die Linke hat diesen Krieg immer abgelehnt. Wir haben immer dagegen gestimmt, weil wir gesagt haben, Bomben schaffen keinen Frieden und keine Menschenrechte. 20 Jahren Krieg ist die Versorgungslage in Afghanistan katastrophal. Das Land ist nicht sicherer geworden, nicht friedlicher und jetzt sind die Taliban zurück. Und es ist zu befürchten, dass sie stärker sind als je zuvor, weil sie auf die gesamte Ausrüstung und die ausgebildete Armee zurückgreifen können, die 20 Jahre lang vom Westen jetzt aufgebaut und ausgerüstet wurde. Und das zeigt doch, dass diese Kriegseinsätze eben nicht dazu führen, dass irgendetwas gut wird in Afghanistan oder auch in anderen Ländern. In Mali droht ja genau das gleiche Problem. Und deshalb brauchen wir eine Änderung in der Außenpolitik. Und wisst ihr was? Ehrlich gesagt bin ich es leid. Ich muss mir seit Jahren anhören, die Linke muss aber ihre Position in der Außenpolitik und ihre Position zu Auslandseinsätzen verändern, damit sie vermeintlich regierungsfähig wird. Ich finde, nach diesem Desaster in Afghanistan muss nicht die Linke ihre außenpolitischen Positionen in Frage stellen, aber die, die das 20 Jahre lang beschlossen haben, die sollten mal sehr selbstkritisch reflektieren, ob sie ihre außenpolitischen Positionen verändern. Und dann hat man die Menschen im Stich gelassen. Wir haben im Juni beantragt, die Ortskräfte auszufliegen, als das auch noch ohne größere Probleme möglich war. Da wurde den Leuten erzählt, ja, du kannst ausreisen, du bist Ortskraft, aber dein Sohn muss hier bleiben. Dann wurde Menschen gesagt, ja, dummerweise hast du vor dem Stichtag für die Bundesregierung gearbeitet oder über ein Subunternehmen. Als ob das die Taliban interessieren würde. Nein, wir müssen jetzt auch nach dem Ende der militärischen Luftbrücke, wir müssen jetzt schauen, dass wir so viel wie möglich Menschen rausholen. Frauenrechtsaktivistinnen, Menschenrechtler, Ortskräfte, um deren Leben zu schützen. Und das ist die Bundesregierung diesen Menschen schuldig, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben jahrelang für einen Abschiebestopp gekämpft. Jahrelang hat uns das Auswärtige Amt gesagt, es gibt sichere Regionen in Afghanistan. Konnte zwar leider keiner sagen, welche das sein sollen, aber die gibt es angeblich. Seehofer hat sich damals gefreut, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Afghanen abgeschoben wurden. Wie zynisch ist denn das? Und das heißt, wir brauchen eine andere Außenpolitik. Und das heißt, Schluss damit, wenn Deutschland mehr internationale Verantwortung übernehmen will, Schluss damit, Waffen in alle Welt zu liefern und Diktatoren mit Waffen auszurüsten, die ihre eigene Bevölkerung unterdrücken. Schluss mit Militäreinsätzen und immer weiterer Aufrüstung. Wir brauchen eine Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit, eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Ich bin es leid, dass wenn über Außenpolitik gesprochen wird, so getan wird, als ginge es nur noch um Militär und Kriege. Nein, wir brauchen ein Ende dieser ungerechten Freihandelsverträge. Wir brauchen eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Dafür stehen wir als Linke, als die Partei der internationalen Solidarität. Weil
Europas. Und deswegen dürfen wir auch die Menschen nicht vergessen, die seit Jahren festsitzen an den Außengrenzen der Europäischen Union in Flüchtlingslagern. Ich war im Mai, war ich in Lesbos gewesen, ich war im Lager Moria, beziehungsweise im Lager Moria 2. Und ich habe dort mit Flüchtlingen gesprochen, die gesagt haben, das Schlimmste ist, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wir wissen nicht, wie lange wir hier bleiben müssen, ob 2 oder 3 oder 4 Jahre. Ich habe dort mit Menschen gesprochen, die sagen, wir leben ohne fließendes Wasser, ohne Strom, in Zelten. Im Sommer in der Hitze, im Winter in der Kälte. Ich habe Kinder getroffen, die haben noch nie in ihrem Leben einen Spielplatz gesehen oder eine Schule besucht. Vergessen wir diese Menschen nicht. 250 Städte in Deutschland haben gesagt, auch Köln, wir sind sicherer Hafen, wir haben Platz, wir wollen Geflüchtete aufnehmen. Und das ist der Bundesinnenminister und die Bundesregierung, die das blockieren. Und auch das wollen wir ändern am 26.09. für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Und deshalb, Solidarität ist unteilbar. Wir sind die laute Stimme gegen rechts, gegen alle Formen von Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus. Wir sind solidarisch mit Menschen, die angefeindet werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität. Wir wollen eine Gesellschaft ohne Diskriminierung und Ausgrenzung. Und deshalb gehört der Kampf für soziale Gerechtigkeit und für Menschenrechte und gegen Rassismus immer zusammen für uns. Und deswegen brauchen wir auch eine starke Linke. Und dafür kämpfen wir auch in diesem Land mit so vielen Bündnispartnern gegen rechts. Weil die Gefahr von rechts nimmt zu. Wir haben Halle erlebt und Hanau, den Mord an Walter Lübcke und die NSU-Morde. Wir erinnern uns auch an den Anschlag in der Kreuzstraße. Und es muss Schluss sein damit, dass man bei rechten Terror, bei rechten Gewalttaten zuallererst mal die Opfer verdächtigt. Und es muss auch Schluss damit sein, dass man von Einzeltätern und von Einzelfällen redet. Nein, wir haben ein Problem mit rechtem Terror. Und wir haben ein Problem mit rechter Gewalt. Und das müssen wir angehen in der Gesellschaft und dort, wo es bis in die Sicherheitsbehörden hineinreicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und natürlich wollen wir auch den alltäglichen, den strukturellen Rassismus bekämpfen, wenn Menschen mir sagen, es ist schwierig, eine Wohnung zu bekommen oder einen Ausbildungsplatz, weil ich keinen typisch deutschen Namen habe. Oder ich komme dauernd in Kontrollen, weil ich aufgrund meiner vermeintlichen Herkunft. Diesen strukturellen Rassismus müssen wir den Kampf ansagen, weil er ist der Nährboden für rechte Gewalt. Und deshalb brauchen wir breite zivilgesellschaftliche Bündnisse, weil der beste Verfassungsschutz, das sind immer noch die Menschen, die sich tagtäglich Nazis in den Weg stellen, die gegen Rassismus kämpfen, die solidarisch sind mit den Opfern zu kämpfen. Und deshalb, ich möchte euch gerne darum bitten, nutzt die nächsten 19 Tage, redet mit so viel wie möglich Freundinnen und Freunden, mit Nachbarinnen und Nachbarn, mit euren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Ihr diskutiert mit ihnen, warum es so wichtig ist, dass die Linke stark im nächsten Bundestag vertreten ist, weil es einen Unterschied macht. Und ich möchte euch auch einladen, soweit ihr noch nicht Mitglieder der Linken seid, denkt doch mal drüber nach. Einfach mal drüber nachdenken, ob ihr nicht Lust habt, auch mitzumachen. Ich bin mir sicher, wir haben in Köln auch Plätze frei, man kann auch mitmachen. Weil gerade in einer Zeit der Krisen, in der Corona-Krise, die soziale Krise, die Klimakrise, die gewachsene Gefahr von rechts. Brauchen wir da nicht sowas wie einen Pol der Hoffnung von links? Eine Partei, die Solidarität und Gerechtigkeit nach vorne stellt, statt Ellbogen und Vereinzelung. Und darum geht es. Und die Linke ist oft dort am stärksten bei den Wahlen, wo die Wahlbeteiligung am niedrigsten ist, weil viele Menschen die Hoffnung aufgegeben haben, dass sich etwas verändern kann. Lasst uns genau dorthin gehen. Lasst uns in die Stadtteile gehen, wo sonst keiner ist und dort an die Haustüren und mit den Menschen reden. Und lasst uns ausstrahlen, ja, wir können etwas verändern. Weil Veränderungen sind möglich und das haben die Menschen in der Geschichte immer wieder gezeigt, dass wenn man für etwas kämpft,
man auch etwas erreichen kann. In diesem Sinne, uns allen ein gutes Ergebnis am 26.09., einen tollen Wahlkampf für euch hier in Köln und holt ein super Ergebnis für die Partei Die Linke.